Guten Morgen, ein richtig schöner Morgen wieder. Und ich habe natürlich auch gut geschlafen. Und jetzt geht es leider los auf die letzte Etappe, auf den letzten Tag. Jetzt ist es wieder ein richtig schöner Morgen. Fantastischer Radeltag wird es heute wieder. Ja, durch eine fantastische Landschaft mit fantastischen Ausblicken. Das wird es bestimmt auch heute geben. Ich stehe jetzt hier am, ja, was ist das? Zellersee steht hier. Oder viele Winde. Teiche werden hier auch immer Weiher genannt in dieser Gegend. Aber wow, was ein schöner Morgen. Es ist nicht kalt, 15 Grad. Ja, hat sich eigentlich fast gar nicht gelohnt im Hotel sozusagen übernachten, weil ja, vom Spiel habe ich die zweite Hälfte dann gar nicht mehr so richtig mitgekriegt. Aber naja, zu dem Spiel kann man ja seine Meinung haben. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich konzentriere mich hier heute wieder aufs Radfahren. Heute geht es auf die letzten 87 Kilometer. Boah, das nächste Ziel ist Bad Wurzach, dann kommt noch Leutkirch, Bad Grünebach und dann Memming. Dann war es das schon wieder. Der letzte Tag, der fünfte Tag ist schon wieder. Oh, eine fantastische Reise war es bis hierhin. Hat alles super geklappt. Ja, es ist wieder das Ende. Aber es wird auch heute bestimmt wieder schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ist ja schon wieder ein fantastischer Beginn hier durch diese Landschaft. Aber den Wegweiser muss man echt aufpassen, dass man das Zeichen verfolgt. Radrunde Allgäu, weil Leutkirch stand auch schon drauf. Aber da habe ich noch etliche Kilometer mehr vor mir. Bad Wurzach müssten jetzt noch 12 sein. Selbst Isny stand da noch gerade eben wieder drauf, ja, weil es so viele Kreise, so viele Bögen macht, dieser Weg. Wenn man da auch ja, wirklich fast alles mitnimmt. Echt schön hier, sehr ruhig jetzt hier, einsam, wunderbar. Hier ist mal so ein richtig gutes Beispiel. Bad Wurzach, wo ich hin will, 11 Kilometer, aber da geht der Weg gar nicht hin, die Radrunde Allgäu. Die geht jetzt wieder erstmal Richtung Wolfegg, aber da komme ich jetzt auch gleich nicht durch. Leutkirch, 9,3, ist auch nicht mehr weit, aber das dauert noch viel länger. Also da muss man echt aufpassen, dass man bei der Radrunde Allgäu hier immer aufpasst oder zumindest auf den Navi schaut. Sonst fährt man, wie ich am Anfang gemacht habe, in die verkehrte Richtung. Oder man kürzt ab. Jetzt hätte ich doch fast ein Panorama verpasst. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier ist wieder ein tolles Panorama. Und gut, ich habe die Vorbeifahrt gedreht.
Da bin ich jetzt mal an so einem Weiher wieder hier. Holzmühle, Weiher heißt das hier. Richtig toll, richtig klasse. Was soll man sagen, ist richtig schön. Idyllischer Ort. Ja, hier wird auch gebadet. Aber Leute, ich weiß nicht warum, hier wird viel vergessen. Ganze Badeanzüge. Hinten auf der Bank, da vorne, da lag auch noch was. Also, naja. Ich glaube, es ist sogar Naturschutzgebiet. Hier darf man normalerweise gar nicht baden. In dem See aber, oder in dem Weiher. Aber naja. Eine Socke liegt da auch noch. Ich weiß nicht. Ja, aber ich weiß eins, ich fahre weiter durch. Ja, richtig tolle Landschaft. Jetzt stehe ich hier vor den Toren von Bad Wurzach. Das sind gleich 27 Kilometer von Kisleck. Ach, so viel mehr ist das. So eine Schleifen dreht das hier. Richtig, richtig toll. Ja. Sehr toll. Ja, aber was soll's. Man nimmt ja alles mit hier. Das ist alles noch Allgäu. Hier ist es ein bisschen flacher. Ging doch gerade eben doch lange über Flachland. Aber den letzten Hügel, den musste man jetzt hier noch mitnehmen. Ich werde mal sehen, dass ich dort noch was eingekauft kriege fürs zweite Frühstück. Und dann, ja, wo geht's längs? In diese Richtung geht's ja mal hier längs. Ja, hoffe ich nicht da hinten über den Berg, aber da werden noch Berge kommen. Also gleich mal was kaufen, stärken und dann geht's weiter. Es sind noch 62 Kilometer. Zeit für eine Pause, Bushaltestelle, es geht auch okay. Panorama ist dort, richtig toll. Aber im Schatten sitzen gerade ist viel besser. Es ist kurz nach 10:20 Uhr und die Sonne ist schon so heiß. Boah, es geht heute auch überhaupt kein Wind oder ganz, ganz minimal. Eigentlich ist es nur der Fahrtwind. Aber ich muss erst mal frühstücken, das zweite Mal wird Zeit. Ja, man nimmt hier echt wirklich jeden kleinen Hügel mit, gerade auch schon wieder. Oh, aber man könnte doch an der Bundesstraße auffahren, ist natürlich lauter, dafür flacher. Ja, aber hier hinten ist es ja recht schön. So steil sind die Berge jetzt auch nicht. Naja, ich werde erstmal dort essen. Sieht aus wieder nach Müsli mit Milch. Kalter Milch diesmal. Und dann geht es wieder da weiter.
mitten in Leutkirch. Da gibt es auch mal wieder ein Eis, natürlich, bevor es weitergeht. Heute ist echt schon ein Stück wärmer, deswegen dickes, dickes Eis jetzt, bevor es jetzt gleich wieder weitergeht. 43 Kilometer noch bis zum Ende. Ja, weiter geht's gleich. Soeben bin ich wieder in Bayern eingereist. Ich bin da wieder da. In wunderschönen Bayern, aber Baden-Württemberg war auch schön. Kann man nicht anders sagen. Ah, der ist ja schön. Eiskalt. Aber verdammt. Das tut es gut. Die Füße brennen aber auch. Mann, das ist ja richtig toll. Bin ich jetzt hier unten an der Eller und dann geht es gleich da hinten irgendwo hoch in das nächste gelegene Tal, Bad Grönebach da oben und dann Richtung Memming. Oh, richtig schön. Boah, aber die Füße sind immer noch kalt. Der Weg ist ja noch mal ein bisschen, man dachte von oben, man fährt so schön runter. Oh, und dann kommt man noch mal eine 500 Meter lange 10-11% Hochsteigung. Oh, prallen Sonne, irre. Aber ich hoffe, ich habe das überstanden. Da steht jetzt nur noch 1,2 mit Prozenten nach unten. Das hört sich doch gut an. Hoffentlich habe ich es dann noch mal geschafft. Boah, ist ja nur noch 20 Kilometer.
jetzt bin ich hier im Tal angekommen. Ja, es gab noch eine Umleitung um den Schlossberg rum da, aber war halb so schlimm. Boah, hier ist wieder Hitze, hier bin ich richtig im Flachen. Ja, 16 Kilometer nur noch, ja, und davon 10 kenne ich schon. Ja, auf geht's. Ja. Hier ist jetzt viel zu viel los, aber der Radweg wächst jetzt hier längs, ist ja ziemlich ruhig. Nun bin ich hier wieder, wo ich das letzte Mal gemerkt habe, dass ich verkehrt war. Ja, dadurch sind jetzt die nächsten 10, ziemlich genau 10 Kilometer schon bekannt. Jetzt habe ich das alles schon gesehen. Ja, eigentlich so gut wie vorbei. Ja, 10 Kilometer haben wir noch. Ja, da kann man ja auch langsam mal ein Fazit ziehen. Als erstes kann ich ja mal die Wege bewerten. Also ich fand die richtig schön geführt, nicht viel an Bundesstraßen. Ja, viele Schleifen gemacht, kleine Ortschaften besucht. Ja, ich kann sagen, war richtig schön. Ja, manchmal so wie in den Alpen lässt sich das da natürlich nicht vermeiden, ein paar große Wege zu nehmen, aber so wie hier überall. Gibt es viele, viele kleine Wege, die auch genutzt wurden. Und ein bisschen Schotter, was vielleicht ein bisschen zu grob war, teilweise, aber auch landschaftlich richtig schön geführt. Auf jeden Fall. Also über die Wegbeschaffenheit kann man sich ja auch fragen, warum das denn hier auch nicht so gut ist wie bei uns. Also da ist überhaupt kein Unterschied. Asphalt ist hier genauso hobbelig wie woanders auch. Also Bayern, Baden-Württemberg ist kein Gold auf der Straße, auf jeden Fall nicht, aber haben sehr schöne, schöne kleine Wege, die ich befahren habe. Bis auf so ein paar Schotterwege, die wirklich so ein bisschen ausgewaschen, aber sind nun mal Waldwege, da kann man nichts machen. War alles ziemlich gut, ja, was würde ich sagen, 4 Sterne, auf jeden Fall. Ja, 4 Sterne kann man dafür bestimmt geben, 4 von 5, auf jeden Fall. Ich würde sagen, hier fehlen mal ein paar Gleise. Ja, auf dieser Strecke ist gerade eine Baustelle, wird alles erneuert. Ja, nächste Fazit würde ich sagen, Beschilderung. Eigentlich top, bis auf diese Irreführung mit den Ortsnamen immer. Deswegen habe ich mich hier gleich am Anfang verfahren, weil da auch schon Otto Beuren mit drauf stand, obwohl man, wenn man hier rumfährt, in diese Richtung gar nicht Otto Beuren vorbeikommt. Aber naja, das ist der große Manko gewesen. Man muss wirklich auf das kleine Zeichen da unten achten vom Radweg, sonst verfährt man sich echt. Also der Track muss man eigentlich drauf haben auf dem Handy oder was weiß ich, so ein Navi oder irgendwie Fahrradnavi. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil sonst kommt man wirklich echt in die Bredouille, wenn man die Ortsnamen sieht. Oh, da sollte ich ja hin, der ist auf dem Weg und dann, ups, da hat man ganz viel abgekürzt oder wie ich heute. Ja, nicht verfahren habe, einfach in die verkehrte Richtung. Ja, deswegen also maximal 4 Sterne, weil eigentlich viele Punkte haben eigentlich auch nicht gefehlt, bis auf 1-2 Stellen, da fand ich, das war es vielleicht verdreht worden, aber sonst war eigentlich alles okay. Das musste man bloß immer finden und immer genau hinschauen. Also ich würde sagen 4 Sterne von 5. Thank you.
welchen Punkt kann ich jetzt nehmen, wo ich gerade hier in so eine Ortschaft reinfahre. Vielleicht Unterkunft und Verpflegung. Ja, das ist ja jeder sich selbst überlassen. Also Unterkunft, die drei Campingplätze waren soweit gut. Der zweite war vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber für meine Zwecke hat das vollkommen gelangt. Das Hotel war natürlich sehr klasse. Da kann man echt nicht meckern. Und Verpflegung gibt es hier überall. Ich habe jetzt nur einmal gekocht und dann hatte ich auch nicht viel Hunger, sodass ich noch woanders gegessen habe oder so. Außer gestern Abend nochmal richtig schön. Ach, so ein richtiges Festmahl war das. Aber ich muss sagen, viel Hunger hatte ich nicht. Ich hatte echt zu kämpfen, das aufzuessen. Aber ich habe es geschafft, das konnte man ja nicht stehen lassen. Also ich muss sagen, es war alles gut, was ich so geplant hatte mit den Campingplätzen, so ungefähr, was ich wollte. Also das war okay und Einkaufsmöglichkeiten, Biergärten, alles ist jetzt, die Biergärten sind jetzt auch alle auf, Restaurants sind auf. Es ist alles top, überall vorhanden. Dafür auch die Rastplätze, Bänke, kann ich auch sagen, ist ja nicht immer an jeder Strecke, aber doch viele und wie man gesehen hat, auch viele mit Panorama. Ja, dafür ist jetzt so wie hier auch mal wieder eine Bank, sogar mit Tisch. Ich sag mal, ja, könnten natürlich immer mehr sein. Manche waren immer mal lückenhaft in einiger Gegend. Also 4,5 würde ich auf jeden Fall geben. Das war alles immer top. Eigentlich alles ganz gut. Ist natürlich immer verbesserungswürdig, immer könnte noch ein Tick besser sein. Aber viel meckern habe ich da nicht. Also 4,5 ist okay. Von 5. Nächster Punkt, würde ich sagen, Schwierigkeit. Da kann man wirklich sagen, 5 Sterne. Das ist wirklich konditionsraubend. Auf jeden Fall. So wie hier ist jetzt natürlich gerade ein flaches Stück, aber da gibt es echt wenige von. Es geht immer runter oder bergauf. Es ist unglaublich. Selbst auf den kleinen Stücken auf Bahntrassen war es doch immer nicht flach. Das ist das hier das einzige Stück, wo man sagen kann, ja, die sind 0%. Boah, das war echt heftig. Zweimal musste ich schieben. Ich hätte gedacht mehr. Vielleicht war ich auch zu gut oder weiß ich nicht. Ich hätte gedacht, ich müsste viel, viel mehr schieben. Aber so 12%, das war so meist das Maximum, was irgendwie ging im allerkleinsten Gang. Also die 5 Sterne absolut verdient. Und welches Rad sollte man nehmen? Ja, so wie meins war jetzt gut übersetzt, fand ich. Ja, alles gut, aber mit Gepäck top schwer. Dennoch als Biobiker, wie man ja sagt, ohne Akku, ohne Stromunterstützung ist das echt, echt schwer. Da muss man richtig topfit sein. Man kann natürlich auch die Etappen kleiner wählen. Ja, ich bin natürlich sehr weit gefahren mit 100 Kilometer meist am Tag, 1000 Höhenmeter, 800 Höhenmeter. Ja. Ich hätte es auch fast nicht gedacht, dass ich das so gut schaffe, aber ich bin fit. Ja, und Fahrrad, ja, E-Bike würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf jeden Fall. Also, den kann man es noch ein bisschen mehr genießen, wenn man nicht immer total durchgeschwitzt oben auf dem Berg ankommt. Ladestation gab es auch an jeder Stelle, immer mal wieder. Auf jeden Fall, apropos Stromtankstelle, Wassertankstellen, kann ich hier nochmal sagen. Also Brunnen und so gab es. Hier auf jeden Fall genug, genauso wie heute. Hab schon 3-4 Mal nachgetankt. Das ist schon irre. Ja, also 5 Sterne für die Schwierigkeit. So, und wo ich jetzt hier vor der Riedbergkapelle stehe, ist der Punkt wohl Schönheit nochmal anzusprechen. Ich wusste wirklich, warum ich diesen Weg unbedingt fahren wollte. Also da langen 5 Sterne nicht. Es war einfach unglaublich.
Kirchen, die Städte, die Landschaft, die Aussichten. Da langen 5 Sterne nicht. Ich würde 10 geben, aber ich sag mal 5 Sterne und 3x plus. Auf jeden Fall, es war grandios, unglaublich, fassungslos teilweise. Wow, am besten hat mir natürlich die zweite Etappe gefallen, vom Focken-See zum Gründensee. Das war natürlich das absolute Highlight. Aber naja, es war unglaublich. Ich glaube, ihr habt es auch gesehen, die Bilder haben es wiedergegeben. Ich habe noch nicht mal alle gezeigt, Aussichten und was man noch so zeigen kann. Also das muss man echt gesehen haben. Unglaublich. Wahrscheinlich auch die schönste Jahreszeit, weil in den Alpen haben die Wiesen ja so geblüht. Also ich kann nur sagen, das war es wert. Jeder kleine Meter Anstrengung, jede 10%, 15% schieben, jeder Meter hat sich gelohnt. Vielleicht ein bisschen langweilig ist jetzt dieses letzte Stück hier im Tal, aber das gehört dazu. Ja, manchmal auch durch Industriegebiet mal kurz, aber das hat man ganz schnell vergessen. Sowas wie hier. Sieht doch toll aus. Tolle Gebäude. Selbst das. Ja, man zeigt ja sowieso fast immer nur Kirchen. Aber auch die Innenstädte, die waren einfach nur klasse. Hat mir sehr gut gefallen. Also 5 Sterne, 3 plus und mehr. Auf jeden Fall verdient. Ja, mehr will ich jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Unfassbar war es. Bin ich wieder in Memmingen, mittendrin, da wo ich gestartet bin. Ja, ich habe es geschafft. 5 tolle Tage, 5 tolle, richtig tolle Etappen. Ja, ich habe das Fazit schon gezogen. War richtig toll, richtig klasse. Ja, was ich nur sagen kann, muss man eigentlich unbedingt gefahren haben. Also wenn das mit E-Bike ist, ist es egal, um die Steigung zu bewältigen. Aber so hat man echt mal das unbekannte Allgäu mal entdeckt, gesehen, was man so noch nicht so auf dem Plan hat. Und ja, ich würde es auf jeden Fall wieder machen, ich würde es wieder fahren, aber ich würde es auch sagen, in der Richtung, die ich gefahren bin, irgendwie ja, kam mir irgendwie leichter vor, kann aber auch täuschen. Ja, okay, dann sage ich jetzt tschüss, ich muss hier noch die Hitze ein bisschen aushalten und dann, ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Geplant ist dies ja noch viel, also wenn das alles klappt, und das sieht jetzt sehr, sehr gut aus, kommt da noch richtig Tolles wieder auf euch zu, auf mich zu, was ich wieder filmen kann. Also, ich sag dann danke fürs Zuschauen. Wer alle Teile gesehen hat, nochmal ein herzliches Dank dafür. Ja, also ich kann nur sagen, vielen Dank für alles. Ich weiß jetzt schon, für Daumen hoch, Kommentare und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank. Es macht echt Spaß. Ich konnte in dieser Zeit, wo ich jetzt unterwegs war, natürlich nicht so viel beantworten. Das ist alles nur auf Kürze. Aber das hole ich dann wieder nach, wenn ich wieder Pause habe. Also, ich hoffe, es hat euch dann gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin, oder wie man hier sagt, Servus.